Willkommen zurück im alten Londinium. Wir haben hier eine nahe Quest. Wenn ich einen Riss finde, diese Statue ist so zerbrechlich wie der Rest meiner Sammlung und kostet mehr als dieses Erdloch, das du heimnimmst. Nur ein Tonmann, der seinen Schwanz zeigt, du Sch... Ich habe einen Freund, der diesen kleinen Römer braucht, den du hast. Osbjord aus London. Ich habe eine Vermutung, wer dein Freund ist. Und nein, Osbjord bekommt so etwas Feines nicht in seine fettigen Bauernhände. Osbjord? Wie köstlich. Ja, Osbjord. Ein passender Name für einen Versager. Wenn er sie will, kostet es ihn das Gewicht einer Kuh in Silber. Ach, gewinne Sportstreit. Ja, komm. Ich gebe dir das verdammte Silber. Oh, das ist... Danke. Nun, das ist doch richtig so. Du kannst den Legionär haben. Dankeschön. So, wo ist denn diese Legionärsfigur? Du musst die Statue in seinem Haus aufbewahren. Nimm die Legionärsstatue an dich, okay. So, ich darf die haben. Da ist er. Ich muss das zu Osbjord bringen. So. Ich hätte jetzt auch warten können, bis der abgelenkt ist, nachts oder so, hätte das in Osbjord blieb der Versammlung auf dem Forum spürbar fern. Endlich konnte ich einmal meine Thesen vorbringen, ohne dass ein fauliger Pestatem meine Nase beleidigte. Vielleicht hat ihn die Sache mit dem Helm endlich gelehrt, dass nur kultivierte Männer durch ihre Liebe zu Rom erhöht werden. Ja. So, ein bisschen Silber. Klauen kann ich den jetzt leider nicht. Mir mein Silber wiederholen. Macht nichts. Weiter geht's. Ja, wie gesagt, wir sind wieder in London und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Haben wir ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu klären. Ihr seht es schon. Und gerade in dieses Amphitheater müssen wir später bestimmt nochmal rein. Zuerst aber wird sich diese Stadt hier genauer angeschaut. Okay, kurzer Rundumblick. Okay. Da ist wieder ein Schlüssel. Für irgendetwas, für Reichtum hier in London. Oh, das ist die Krepeltorfeste. Die wollte ich jetzt noch gar nicht machen. So, wir machen das jetzt mal ganz schnell. Wir gehen mal hier aus dem Gebiet raus. Reisen mal schnell zurück. Bringen Octavian die Statue. Kehren dann zurück nach London. So. Und verfolgen dann dort die Quest von Randvi weiter. So, mit einer Grefnatorp. Sehr schön. Ja, Reda, dank mir Zeit in einer Oase. Die Fische beißen heute gut. Das ist wunderschön. Freut mir. So, hier hätten wir auch mal wieder eine Jagdquest, wenn wir mal nichts zu tun haben. So, aber im Moment haben wir ja was zu tun. So. Zack. Bonum Fortunam, Eivor, auf all deinen Wegen. Na, dir auch, mein Freund. Octavian, ich habe etwas, das dich vielleicht erfreut. Hm? Maximilian lässt dich grüßen. Was? Er gab ihn dir wirklich? Dieser kleine Schelm, wie brachte er es über sich, ihn ziehen zu lassen? Wer nicht fragt, wird nicht belogen. Ich hoffe nur, die Statue erfreut dich. Und dass wir diesen Mann nie wiedersehen müssen. Oh, danke, Eivor. Ich danke dir.
Kein Problem. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Die Durki, Frui Mini. So, aber irgendetwas regt mich gerade tierisch auf. Also wirklich. Na? Bums, bums, bums. Und zwar bei den Audioeinstellungen. Wir müssen mal ganz kurz die Musik ausschalten. So. Gucken, ob es jetzt wieder geht. Nein, ist immer noch die Kampfmusik da. Na gut, dann müssen wir halt so weitermachen. Stört ja nicht wirklich. Also, Schnellreise. Zurück nach London auf das Amphitheater. Dein Tarnmantel trägst, kannst du in Menschengruppen untertauchen, seien es Mönche oder geschäftige Städter, so erregst du keine unerwünschte Aufmerksamkeit. Und den tragen wir hier, ja? So. Okay, dann werden wir mal unsere Quest wieder aktivieren, die wir haben. Wände und Schatten. Reise nach London, da sind wir auch angekommen. So. Damit wir jetzt nicht sinnlos von Wand zu Wand kraxeln müssen, werden wir mal mit unserem Pferd ein wenig Vorliebe nehmen. Und einfach zum Nordtor reiten. Diese Quest dort mal aktivieren. Es sind nämlich schon wieder knapp 7 Minuten vorbei hier. So. Mahlzeit. 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 Seid gegrüßt. Hey, ha, ihr Rotzlevel. Mahlzeit. Moin. Entschuldigung. Das Krepeltor von London. Vielleicht finden. Ups. Ich bitte um Geduld, Leute. Das Problem ist im Handumdrehen behoben. Ganz ruhig bleiben. Hä? Hier, Liebes. Durchhalten, Meister Hammer. Es kommt alles in Ordnung. Du bist sowas wie ein Hirte, nicht wahr? Manchmal fühlt es sich so an, ja. Kann ich dir behilflich sein? Wer hat hier das Sagen? Ich möchte gern mit ihm sprechen. Statthalter Trück. Ein Däne, der vor 4 Jahren nach London kam. Trück? Die meiste Zeit des Tages findest du ihn in der alten Villa, wo er sich um allerlei Schuckereien kümmert. Stowe! Afkos will seinen Anteil von der Sommerernte. Scheißkerl. Hä? Was dauert so lang? Wir reden. Meine Herren, die Bauern Mercias haben ihre Last beglichen. Sollte Afkos mehr wollen, kann er einen Antrag stellen. Einen Antrag stellen? Du kannst diesem alten Bauern hier sagen... Wenn er den Apfel will, soll er danach angeln. Der gehört Meister Hammer, mein Herr. Angel ihn raus. Das ist ungehörig. Angel ihn raus. Nein, es ist ein ruhiger Tag, ausnahmsweise. Versuch niemanden zu töten, ja? Alles klar. War's schon. Ich zieh mir dein Gesicht. Als Haut über, ja, ist okay. Gott im Himmel, du kämpfst, als hätte der Teufel dein Brot gestohlen. Du teilst aber auch ordentlich aus. Roald, sei so gut und stich die Namen derer, die ihre Abgabe geleistet haben. Machst du das? Also, du hast etwas mit Statthalter Trück zu besprechen, stimmt's? Ich spreche mit jedem, der meinem Rabenclan eine rechte Freundschaft anbieten kann. Wenn das du bist, umso besser. Ach nein, Trück ist dein Mann. Ich bin der Greve von Londons Westen. Ich sorge für Ordnung und Recht.
Greve ist kein Name, der mir leicht über die Lippen kommt. Greve ist mein Titel, verzeih. Stowe ist mein Name, Stowe von London. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Greve Stowe. London ruht auf kräftigen Schultern. Ah, offen gesagt, ich bin nicht der einzige Greve. Es gibt gerade zwei von uns und den Statthalter obendrein. Wir tun unser Bestes in diesen Zeiten, so wild sie auch sind. Bring mich zu deinem Statthalter. Klingt, als wäre es gut, ihn zu kennen. Also gut, der Posten besetzt, die Herde behütet. Lass uns zu Trück gehen. Na dann, gehen wir da mal hin, mal diesen Trück kennenlernen. Wie soll ich dich nennen? Schlägerschreck? Dänenhammer? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Wir haben eine Siedlung im Norden, in Nähe des Nene. Nun, ich stehe in deiner Schuld, Eivor. Du bist ein guter Verbündeter. Ja, bin ich. Das ist also London. Eine Stadt von Riesen erbaut. So sagt man. Ein alter Ort, so unwirsch wie es nur geht. Aber ich bin in die Rätsel vernarrt, welche die Stadt umgeben. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lernte die Schriften der Apostel in Lundenwick, der sächsischen Siedlung westlich der Mauer. Du bist aber kein Priester, oder? Nein, ich wurde von ihnen erzogen. Und für einen mittellosen Bastard habe ich mich ganz gut gemacht. Ein mittelloser Bastard und nun der furchtlose Greve von London. Tja, es war Trück, der etwas in mir gesehen hat. Er urteilt nicht nach den Umständen meiner Geburt. Seine beiden Hände, die linke und rechte, sind ich und ein dänischer Soldat namens Erke. Erke ist eine Waise der letzten Wikinger, die wir in London niederwerfen mussten. 2, 3 Jahre muss es her sein. Ich lernte Erke durch Trück kennen und nun laufen wir Greven durch die Stadt wie Eltern, die... Moment, hier stimmt etwas nicht. Eisen in der Luft. Das ist frisches Blut. Das waren gute Männer. Alter. Was ist geschehen? Alter, was ist hier los? Gott, nein! Nein, nein, nein! Es brauchte 3 Pfeile, ihn zu töten. Die anderen 12 waren zur Demütigung. Oh Herr, lasse über diese Männer das Licht deines Antlitzes und deiner Barmherzigkeit leuchten. Wir brauchen hier keine Fremden. Das ist eine Privatsache. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Eivor hat mir in einem Kampf am Krepeltor beigestanden. Es sind noch mehr Schläger aufgetaucht. Du musst ein wahrer Bürger sein, um dich gegen dieses Geschmeiß zu behaupten. Wir müssen sie in die Schranken weisen, Stowe. So kann es nicht weitergehen. Ist das Trücks Leiche? Wenn der hier noch einen Kopf hätte, würdet ihr ihn Trück nennen? Den Statthalter? Gott im Himmel, der Mann ist tot. Etwas Respekt, bitte. Wir zwei werden uns gut verstehen. Du musst Erke sein, Londons zweiter Greve. Erke Bodelson, der bin ich. Hat dieser Haufen Eingeweide mich etwa den zweiten Greve genannt? Der erste im Ostteil. Und ein Mann, dem ich bedingungslos vertraue. Stowe war noch nie ein guter Menschenkenner. Erke, das ist Eivor. Er kam, um Trück zu treffen und die Freundschaft mit seinem Clan zu besiegeln. Er hätte dich herzlich willkommen geheißen. Er war ein argloser Mann. Und das hat er jetzt davon. Hast du etwas gefunden? Ich traf gerade erst ein. Die Mörder haben... einen Brief an der Leiche hinterlassen. Ich sehe mich mal um. Trück war immer von seinen Männern umgeben. Wie kam dieser Mörder zu ihm durch? Ja. Dieser Brief. Jemand wollte, dass wir ihn sehen. Aus Rom zog ein Orden von Heiden aus, die Relikten aus einer Zeit vor Christus huldigten. Erke, das ist der Brief, von dem er uns erzählt hat. In dem schlimme Nachrichten für London stünden. Er warnt vor 3 Heiden, die London unterwandert haben. Seine Mörder, nehme ich an. Genug, dass sie unbehelligt in seine Nähe kamen. Gott im Himmel, das könnte fast jeder sein. Er war doch der Statthalter. Oh, was ist hier passiert? Schmutzige Nachricht. Nein, von mehreren. Das Handwerkszeug eines Barbers. Scharf und präzise, für saubere Schnitte. Damit wurde Trücks Kopf von seinem Hals getrennt. Er wollte nicht, dass du es weißt. Das war sein Geheimnis. Ey, ich krieg das Ding nicht kaputt, ernsthaft. Außer genug Blut, um die verblassene Stadt anzustreichen? Nein. Okay.
Okay, einer mit einem Rasiermesser. Warte. Brief an Uba. Uba, mein Hauptmann, mein Freund. Ich hoffe, dass das warme Wetter dich wohlig beseelt. Obwohl es in London nicht so kalt wird wie in Norwegen, so regnet es hier doch beinahe jeden Tag. Ich fühle mich kalt und grau wie ein Fisch. Ein weit verbreitetes Gefühl hier, wie mir scheint. Dennoch halten die Mauern stand und unsere Kammern sind gut mit Beute gefüllt. Das Wikingerleben fehlt mir nicht. Ich habe genügend goldene Sonnenaufgänge in meinem Leben gesehen. Ich bin nun bereit, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen und finde Gefallen an den Mädchen der Stadt. Falls du eines Tages leid sein solltest, auf Schiffen zu schlafen, oder wenn Eiber sich wie eine Schlinge um deinen Hals anfühlen sollte, steht hier immer ein Thron für dich bereit. Dein Waffenbruder Trück. Okay. Fußspuren. Drei Fußspurpaare führen weg. Zwei durchschnittliche und ein riesiges. Okay. Krass. Ich werde einfach nicht schlau aus alledem. Ich verstehe das nicht. Wie wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, während Eber die ganze Arbeit macht. Schämt euch. Okay. Eigentlich habe ich es doch jetzt herausgefunden, oder? Ach, da ganz oben ist noch was. Okay. Na dann. Gehen wir mal hoch. Da hängt eine Leiche. Am Kronleuchter. Ich beneide ihn nicht um seinen Tod. Moment. Er hält etwas in der Hand. Ist das etwa nicht Rücksiegel? Nein, es sieht römisch aus. Es muss von einem Brief stammen, den er geöffnet hat. Es war dieser Wache jedenfalls wichtig, wenn er es sogar im Tod noch fest umklammert. Vielleicht musste er deshalb sterben. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Trück wurde im Sitzen erschossen, vermutlich als er den Brief las. Eine seiner Wachen nahm das Siegel und versuchte zu fliehen. Er hat es nicht geschafft. Ein zweiter Mörder kam ihm zuvor. Er endete in der Schlinge, angehoben von einem größeren Mann. Ein dritter Angreifer nahm seine Augen und holte sich Trücks Haupt. Ein Zeichen vielleicht. Führer ohne Kopf, Wache ohne Augen. Die Täter kannten keine Furcht. Dieser Mord war eine Botschaft. Ihre drei Spuren führen gemeinsam nach hinten zum Hof hinaus. Der Brief erwähnte drei Heiden und nennt nur ihre Spitznamen. Der Blutigel, der Pfeil, der Kompass. Unterzeichnet von jemandem, der sich als armer Mitstreiter Christi bezeichnet. Armer Mitstreiter? Komischer Name. Drei Namen, drei Mörder. Wie du sagtest. Ey, Baldersack! Es könnte jeder in London sein. Wem können wir trauen? Wohl nur den Personen in diesem Raum. Selbst das wäre töricht, bis wir mehr wissen. Der Pfeil wird als kampflustiger dänischer Eroberer beschrieben. Das trifft auf viele in London zu. Der Blutegel stammt wohl aus Westsaxe. Auch davon gibt es so viele in London. Und der Kompass, ein fränkischer Schiffsführer. Schon seltener. Doch mir fällt niemand ein. Was ist das für ein Symbol? Kenne ich das nicht aus dem Mithras-Tempel? Ich kam eben noch daran vorbei. Was ist ein Mithras-Tempel? Mithras-Tempel? Ist das eine Kirche? Eine Kirche? Himmel, nein! Mithras war eine heidnische Idee, ein sogenannter Gott der alten Soldaten, die diese Stadt erbaut haben. In dieser Stadt wimmelt es von Feiglingen. Wir könnten die Nächsten sein, wenn wir diese kranken Auswüchse des Hasses nicht aufklären. Ich hab es doch gesagt, die Stadt versteht nur Blut und Macht. Daran sollten wir uns halten. So kann ich ihn nicht zurücklassen. Ich muss ihn... Die Kirche kann sich darum kümmern, Stowe. Nein, ich sollte das tun.
Ich muss ihn für das Totengericht vorbereiten. Ich verstehe. Geh nur von Zeit zu Zeit an die frische Luft. Es stinkt hier drin. Sollen wir, Brugger? Okay. Finde den Eingang zum Tempel. Zu den Waffen! Verteidigt drin! Tja, jetzt haben die Leute Wind von der unschönen Sache bekommen. Sieh dir ruhig den Tempel an, Eivor. Der liegt östlich von hier. Ich werde jetzt erstmal als Gräber. Bleib fern, bleib fern! Der Kampf ist vorbei. Bald wird es eine Versammlung geben. Ja, ihr seht's gerade. Wenn die ihre Meinung ändern, werde ich sie ausweiten und eine Marionette auf Lundens Thron setzen müssen. Aber Stoe scheint ein guter Mann zu sein. Ich traue ihm vorerst. Tempel der Azulis von Minerva, nee, hier bin ich noch falsch. Da gehen wir mal später hin, aber hier ist ganz schön was im Busch in London. Ich sag London. Hier ist in London, ist hier ganz schön was im Busch. Ne? In Londinium. Der Mithras-Tempel, ist das vielleicht das, wo wir in der letzten Folge so gegen Ende den Eingang gesucht haben? Und ihn auch gefunden haben? Kann sein, ne? Da wissen wir ja, wo der Eingang ist. Der Mithras-Tempel. Gut bewacht für einen Haufen alter Ruinen. Ich muss den Eingang finden. So, das hier ist der Eingang. Wer verbirgt sich hinter dem Orden? Ja, die Tempelritter. Na? Ganz klar. Jetzt können wir nämlich auch die Briefe lesen hier. Der Kompass hat das Sagen über die anderen. Er befahl dem Pfeil auf einem Markt im Westen Bogenschützen anzuheuern. Das ist einen Besuch wert. So, und damit hat eigentlich Eivor schon alles gesagt, was in diesem Brief stand. Briefverkehr zwischen dem Blutegel und dem Kompass. Heilen, ausweiden. Der Blutegel ist ein sonderbarer Kauz. Aber der Kompass hält die Fäden in der Hand. Und das hat man ja gelesen, ne? Genau. Das ist dann quasi der Hinweis auf den Orden der Ältesten. Hier haben wir noch eine Art Steintafel. Die können wir leider nicht übersetzen. Das haben wir dann schon mal eingeschmissen. Hier drüben. Die Werkzeuge eines Barders. Beste Arbeit. Wie die aus der Villa. Und hier ist ein Brief. Es geht um die Bezahlung eines Schmiedes. Ein Schmied? Ich habe fürs Erste genug. Erke und Stoe sollten das sehen. Ich sehe noch mehr Blutvergießen in Londons Zukunft. Ja. Ein Fest für Sühnen. Na dann, gehen wir hier mal wieder raus. Wir kehren zu Erkan und Stefan zu Stowe und Erke zurück. So, der Mithras-Tempel. Welch ketzerische Verschwörung hier im Herzen einer eigentlichen Zivilisation? Aber so zivilisiert benimmt sich hier keiner. Die letzten Überbleibsel der römischen Besatzung in London. Ja, wenn nicht sogar die letzten Überbleibsel der römischen Besatzungszeit in ganz England. Aber wir haben hier noch eine Menge zu tun. Villa des Statthalters, wir sind wieder da. Wir haben so ein paar Leichen weggeschafft. Und da wären wir wieder. Es schadet nicht, an ein paar Türen zu klopfen. Mehr sage ich nicht. Trück wurde nicht ermordet, weil du Bäume pflanzen und ein paar Dächer reparieren wolltest. Das sieht nicht mehr nach einem Festmahl für Krähen aus. Eivor, du hast etwas gefunden, hoffe ich. Ein paar Pergamente. Nachrichten zwischen Mitgliedern einer Geheimgesellschaft.
Sie nennen sich Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten? Das sagt mir leider gar nichts. Was sind Ihre Absichten? Das ist nicht so leicht zu erklären. Nur so viel. Ich bin hier, um Sie zu töten. In London scheint der Kompass der Kopf zu sein. Der Pfeil und der Blutegel die Hände. Tiernamen und geheimer Orden? Was für ein Unfug. Wissen wir irgendetwas Handfestes? Der Pfeil ist ein Däne, der Blutegel kauft Trell und der Kompass führt sie, das wissen wir. Der Kompass ist mir ein Rätsel. Er wird oft erwähnt, aber wir haben nichts Greifbares. Sagtest du nicht, er sei ein fränkischer Schiffsführer? Um ihn zu finden, müssten wir die Schiffe prüfen, die die Themisse auf- und abfuhren. Schiffsführer sind Reisende. Er könnte schon weit entfernt sein und stillschweigen. Das mag sein. Doch würde er schreien, wenn wir ihm die Hände abhackten? Oh, du hast einen schmutzigen Sinn für Strategie. Wir töten den Pfeil und den Blutegel und warten einfach ab. Soll doch der Kompass zu uns kommen. Stimmt. Der Pfeil ist ein Däne, der schon viele Schlachten gesehen hat. Dem Namen nach vielleicht ein Bogenschütze. Ich verwette meine Knöchel, dass er derjenige ist, der Zwietracht unter den Dänen in London sät. An seiner Stelle würde ich mich unter meinesgleichen verstecken, unter anderen Kriegern. Der Pfeil bekam vom Kompass den Befehl, auf einem Markt im Westen Soldaten anzuheuern. Dann weiß ich wo. Der Blutegel braucht Fleisch. Er sucht nach Trell. Ich weiß nur nicht warum. Wir haben kürzlich am Kai eine Reihe von Toten gefunden. Aber nicht nur Trell. Einige der Vermissten fanden wir an verschiedenen Orten wieder. In kleinen Stücken. Erke, gütiger Gott! Okay, gehen wir. Vergeuden wir nicht noch mehr Zeit. Wir finden den Pfeil und den Blutegel. Wenn wir beide töten, locken wir den Kompass zurück in den Hafen. Stoe, wir treffen uns am Markt im Westen. Verlass dich drauf. Und ich gehe zum Kai. Dort sind neue Leichen, die aus dem Schlamm gezogen werden müssen. Vielleicht war der Blutegel wieder am Werk. Gott sei mit uns, Freunde. Geht in seinem Namen und unter seinem Schutz. Mehrere Quests angenommen. Ich denke mal, Pfeil finden und den Blutegel finden. Genau, das Blut des Egels. Wir machen den Abschuss des Pfeils als erstes. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und wir bekommen erstmal wieder 2 Fertigkeitspunkte, die wir auch wieder vergeben, ne? Zufällig, damit ihr das auch seht, dass ich das auch schön weiterhin mache. Stärke 189, einwandfrei. So, also in der nächsten Folge geht es dann zum Pfeil, der Abschluss des Pfeils. Ist dann die Mission, trifft dich mit Stowe auf den Stove, ne? Auf dem Westmarkt. Ja, bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.